Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier des 19. Kadek von Turing, Version 3.1, hier bei der Kettle Kopf gesagt. Ich fahre jetzt die Takte mal jetzt auch zurück zum Hof. Den hatte ich hier noch vergessen gehabt. Und dann werde ich den Traktor tauschen, zwecks Pflegebereifung. Und gehe zur Wiese Nummer, Quatsch, zur Wiese schon, zum Feld Nummer. Wie darauf fertig das ist. Und mal Düngen vorbereiten. Ist glaube ich auch nicht so weit, aber es wäre aber bald die Logik, dass wir das entsprechend bald machen können. Tja, es ist trocken, aber geht noch nicht reif. Ja, muss ich mal sehen, wann das mal reif werden könnte. In der Theorie, ja, müsste es eigentlich mal reif sein. Also laut Seasons, ja, morgen. Gut. Mal schauen, wie das sich im nächsten Jahr entwickelt. Wenn wir im Herbst die Aussaat machen. Eigentlich wollte ich da, wo Getreide ist, jetzt bei Raps auch sehen. Ja, müsste doch klappen. Muss ich mal sehen mit Stroh. Stroh werden wir nicht machen, das brauchen wir nicht viel. Da brauchen wir so viel gar nichts. Ich habe noch einen globalen Markt, etliche Millionen Liter drin. Da brauchen wir nicht anfangen. Uns wegen Stroh Gedanken zu machen. Ja, denke mal, werden wir so auskommen. Ja, erstmal Dünger auffüllen. Dann nochmal begrüße ich mal immer einen schönen Gruß an alle Abonnenten, die jetzt mal schon mal fleißig geschaut haben. Dickes Danke dafür. Ich sag mal so nicht nachlassen, ne? Das ist eine gute Entwicklung zurzeit. Und wie gesagt, um die Sache immer spannend zu machen, immer Kommentare gerne gesehen, wer möchte. Ja gut, wer keinen Kommentar gibt, ist auch okay. Das ist ja halt so und dann gibt es nichts zu kritisieren, immer so, ganz grob. Pflegebereifung haben wir da vorne gehabt. Dann fahren wir den mal in die Halle. Und eben einen Traktor da vorne stand. So, ja, Pflegereifen ist gut. Wir haben ja unsere Spezialtraktoren. Wo habe ich die überhaupt? Unsere K2. So. Die sind ja dafür gedacht. Normalerweise mal gucken, wo ich die habe. Speichern. Denn die mit der Pflegebereifung haben ja Schwierigkeiten mit unserem Mod da unten rechts. Das geht nicht gut. Na, der nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Zug. Das ist ein K2. Das ist der hier. Oder haben wir noch das ist der 300er. Haben wir noch welche in der Scheune, kann man sagen. Und wenn, muss ich ja gleich mal gucken. Wegen, wenn wir den tauschen, da bist du zumindest schon mal so weit tauschen, dass wir da einen Ersatz hinstellen, ne? Hier ist die mit vor der Fabrik. Ja, persönlich brauche ich die nicht. Weil das bisschen Mischfutter für meine Tiere kriege ich vom, bekomme ich vom, von der Marsch. Und die Kühe sind aus dem No zufrieden mit Gras, ne? Oder Silage. Ja, hier haben wir noch einen schon. 300er. Ah, der nicht. Weil der hat nämlich, wenn umrüsten, Pflegebereifung auf Zwillingsbereifung. Ups. Den müssen wir umrüsten. Der hat jetzt Breitreifen drauf.
wäre jetzt ungünstig für das Pferdegras, ne? Weil das ist ja nun voll ausgewachsen, kann man sagen. Beziehungsweise ist schon mal eine Wachstumsstufe durchgegangen. Das wäre richtig ungünstig. Na, kam doch rein. Also ich bin noch reingefahren in den Traktor. Ja, das war knapp gewesen von vornherein. Oh. Millimeter Arbeit. So, umrüsten auf Zwillingsbereifung, Pflegebereifung. So. Dann kann der nachher gleich Dünger streuen, beziehungsweise zumindest vorbereiten. Weil das muss nochmal gedüngt werden. Reparieren wir gleich. Ja, ich dachte schon, ich kann heute verkaufen. Beziehungsweise Zwillingsbereifung. Zwillingspflegebereifung. Ein bisschen schmaler. So. Gewicht abgefallen. Gut. Auf zum Hof 3. Ja, aber wie ist heute auch schon Freitag? Preis Wochenende. War auch eine harte Woche wieder mal, ne? Genau. Jetzt habe ich Glück auf. Ja, ich hatte die Schicht gewechselt. Mein Arbeitskollege hatte frei. Und da konnte ich die Frühschicht machen, das ist ein ungünstig mit der Kamera. Sehe ich gerade so. War die Frühschicht gehabt. Aber spät früh, das ist schon sehr hart. Aber ich habe es gemacht für den Vorteil, dass ich da entsprechend heute früher Schluss hatte. Ne? Entsprechend einen halben Tag früher Schluss als den ganzen Tag noch so arbeiten. Ne? Sonst hätte ich jetzt nicht mehr Feierabend gehabt. Aber viel gewonnen habe ich heute auch nicht. Aber zumindest bin ich gebadet und ja, ich habe das Mittagsschläfchen gemacht, ne? Ja, das Wetter ist trocken, das ist eigentlich gemein, dass ich nicht ernten kann, ne? Ja, was soll's. Hoffen wir, dass es morgen auch trocken ist. Morgen hingegen ist es dann soweit, wenn es trocken ist. Wenn es auch reif wird, mal zu sagen. Das ist ja immer das Problem, aber weiß man nicht so genau. Das ist eigentlich für, naja, Mitte Sommer Getreide spät dran. Ne? Aber gut, ich habe es erst im Frühjahr ausgesät. Und ein paar Tage braucht es schon zum Wachsen, ne? Müsste eigentlich ganz gut die Ernte sein, weil es da recht gut, ja, weil zu viel Regen da war, ne? Deswegen habe ich auch Pflegebereifung drauf und Trainingsbereifung. Eine einfache Bereifung mit dem Traktor würde nicht funktionieren, weil die würden schlichtweg im Gras versinken, ne? Können wir gleich morgen ingeben, düngen, wenn es heute noch nicht gehen würde.
Ja, das Mais war alles in Silo. Mit nein Arbeit. Fermenter wird nichts, da wird zu wenig. Brauche ich mindestens 5 Stück davon. Die BGH füttern könnten wir noch machen. Ah, das rennt ja nicht weg. Oh. Erst wollte ich den Messer Ferguson nehmen, aber der ist mit seiner Reifung. Ja. Das wird nichts werden. Also würde im Prinzip komplett durchdrehen, die Räder. Da haben wir es. Befüllen. Ich hatte ja vorsichtshalber schon was gekauft. Müsste ich, wenn ich jetzt nachher heute auch noch die Folgen für den Marsch aufnehmen werde, versuche ich jedenfalls wieder mal Dünger verkaufen, ne? Dann schicken wir mal zum Feld Nummer 29. Warte, wohl. Haben wir schon, ist so, eingestellt. So. Die Tonnen. Der so fahren wird. Wenn. Gut, lass mal fahren, ne? Ja, wenn er nicht im Weg stehen würde. Da habe ich jetzt umgeklickt. Normalerweise das hat er öfters gemacht. Und tschüss, wenn er ankommt. Gut, dann werden wir gleich mal ein bisschen Basilage ballen in den BGH geben. Und dann werden wir gleich mal schauen, wenn er angekommen ist, ob da. Machen können, ne? Hey, der Stroh hat sich aufgelöst hier. Oder wird da drüben angezeigt? So. Runtergefallen hier. Wo ich noch nicht sagte, dass es hier. Halt eine Luft, die Ballen. Ist halt diese Grasballen. Die Silageballen halt verwerten vom Klee und von Luzerne. Und Trichter haben, ne? Die sind fast alle weg. Halt noch mal einen Schwung holen. Das war die mühsame Arbeit von mehreren Tagen, ne? Klee und Luzerne, wie gesagt, bringt ein pro 1000 Liter
750 Euro. Pferdegras bringt auch 100 Euro ein. Pferdegras macht ein bisschen mehr Arbeit. Weil das ist ja ein bisschen aufwendiger. Jetzt kann er sich entsprechend die Ballen nehmen. Gehen wir ganz kurz rüber. Zum BGA, genau. Das wäre auch so ein Traktor für Pflegebereifung. Und hier ist halt Pferdegras eingelagert im Silo, ne? Also als Ballen. Ich habe hier auch Loses noch zu liegen. Loses. Aber kein Pferdegras. Das ist normales Gras. Es geht mit Ballen relativ einfach, weil die Ballen sind relativ groß. Nächstes Mal würde ich versuchen, aber mit einem Ladewagen reinzufahren. Ne? Zusammen mit drei oder vier Ladewagen fahren werden. Mal schauen. Ich glaube, drei wäre ganz sinnvoll, weil ja. Weil wir drei Spanner haben, ne? Dann haben wir drei Bahnen, die wir nutzen können, ne, zum Sammeln. Und die Gäre ist zum Legen, zum Düngen. Aber erst zum, ja, hier habe ich noch ein bisschen Gras, Silage. Wenn es fertig ist. Jups. Aber nicht, noch nicht öffnen. Gut, angekommen. So, im Wachstum gedüngt 66%. Nun weiß ich nicht genau, ob das jetzt noch düngen gehen würde. Also zum dritten Mal im Prinzip. Dann müsste ich mal testen. Deswegen habe ich ja Pflegereifung. Sonst wäre das Gras nämlich hinüber. So, X. Mal gucken, eine Karte. Müsste sich dann dunkelblau färben. Lach gerade, weil der Rechner gerade auf 80 Grad geht. So, Stückchen fahren. Aus. Ach, keine Reaktion. Dann lassen wir stehen und wir warten nächsten Tag ab. Nächsten Tag wird es dann garantiert gehen. So, waren hier noch Fahrzeuge? Ja. Auch ein Düngerstreuer ist auch schlecht. Ja. Gut. Dann fahren wir den halt zurück. Ne? Der ist eh nicht. Naja, hätte gereicht. Haben wir jetzt Uhrzeit? 18. Ja, liebe Schauer, das Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Jetzt aber schon schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, dann sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier am Sonntag zum Arsch. In Thüringen, Entschuldigung. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag, ja, und morgen einen schönen Sonntag. Tschüss und ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen und fürs Abonnieren. Tschüss.